Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich gerne noch einmal das Thema Nutzung von Laptops und Notebooks während der laufenden Plenarsitzung ansprechen. Sie alle wissen, dass ich vor der letzten Plenarsitzungswoche im Februar noch einmal schriftlich auf die geltende Beschlusslage in diesem Haus hingewiesen habe. Danach ist die Nutzung von Laptops und Notebooks nicht zulässig, die Nutzung von Tablet-PCs dagegen schon. Ich habe auch in der letzten Plenarsitzungswoche als Sitzungsleiterin am Mittwoch noch einmal mündlich darauf hingewiesen, dass diese Nutzung nach der bestehenden Beschlusslage nicht zulässig und deshalb ein Verstoß gegen die parlamentarische Ordnung hier im Haus ist. Grund für meinen Hinweis war der Umstand, dass auch in der letzten Plenarsitzungswoche erneut einige Kolleginnen und Kollegen die benannten Geräte weiter benutzt haben und auch einer Bitte, dies zu beenden, nicht gefolgt sind. Das Präsidium hat sich aufgrund dieser Tatsache erneut und in Vorbereitung auf die jetzt laufende Plenarsitzungswoche mit dieser Frage befasst und hält daran fest, dass die Ihnen bekannte Beschlusslage gilt und die Nutzung von mobilen Computern daher nur in dem beschriebenen Umfang akzeptabel ist. Damit ist gleichzeitig festgehalten, dass die Nutzung der nicht zugelassenen Geräte ein Verstoß gegen die parlamentarische Ordnung darstellt und rügewürdig ist. Ich bitte daher noch einmal alle Kolleginnen und Kollegen, diese Beschlusslage zu respektieren und ihre Arbeitsweise entsprechend anzupassen. Sollte dies gleichwohl auch in dieser Plenarsitzungswoche nicht der Fall sein, behält sich die Sitzungsleitung vor, im Einzelfall Rügen aufgrund dieser Verhaltensweise auszusprechen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Sitzungsunterbrechung, weil ich denke, dass wir hier einen Vorfall erleben, wo Kollegen einerseits gerügt werden, anderes Verhalten wird hier nicht gerügt. Und ich möchte klarstellen, dass es wurde gesagt, es ist ein Beschluss, an den sich alle zu halten haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir in dieser Legislaturperiode, wo wir Piraten Mitglied im Parlament sind, es keinen Beschluss diesbezüglich gab, wie hier mit Laptops umzugehen ist. Und außerdem laufen gerade Verhandlungen im Parlament, um einen solchen Beschluss herbeizuführen. Insofern halten wir das für äußerst unglücklich, jetzt in dieser Art und Weise vorzugehen, verwahren uns dagegen und beantragen insofern eine Sitzungsunterbrechung, um eine außerordentliche Ältestenratssitzung abzuhalten zu diesem Thema. Vielen Dank. Ich komme zur Abstimmung über diesen Antrag der Fraktion der Piraten. Wer dem seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag der Fraktion der Piraten abgelehnt.